Die Musik so schön traurig gewesen, ne? Eis. Oh. Oh. Da war er wohl noch nicht fertig. Aber wer schon fertig sind, sind die Games. Das heißt, Caster ready. Und wir können dann direkt starten mit ESG gegen PostFinance Elix. ESG, wenn sie hier gewinnen, kein Tiebreaker, sind sicher zweiter Platz. Alles cool in der Gruppe. Wenn PostFinance Elix gewinnen sollte, dann gibt es noch einen Tiebreaker zwischen ESG und Equilibritas, die vorhin verloren haben. Ich habe jetzt übelst den Ohrwurm von dir, danke. Geld, 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 Geld. Ich wäre so gerne schön Millionär. Wäre mein Leben gar nicht schwer. Ich wäre so gerne Millionär. Millionen schwer. Aha. Geldbad, ich will Geld. Mach mehr Werbung, bitte. Können wir machen, wenn die Pick und Bann Phase vorbei ist und wir wieder die Pause im Überbrückung haben. Ja, Sejani wird gebannt. Ansonsten kann ich mir vorstellen, dass wir wieder Standardband sehen werden. Nerea ist immer noch ganz gerne gesehen. Sona sollte man immer noch rausnehmen. Karma ist auch immer noch ein Bannwert. Ist halt immer so die Frage, wogegen ESG hier ungern spielt. Mit zwei ehemaligen Coaches im Team sollte die Pick- und Bannphase dabei kein Problem sein. No problemo, sagt der Bart. Wird noch gebannt. Yumi ist noch rausgenommen. Ja, da warten wir mal ab. Im Jungle ist noch einiges möglich. Auf der Botlane ist auch noch einiges möglich. Wir haben halt eben sogar ein bisschen Prio Richtung Toplane gesehen. Wir haben den Ryze wieder gesehen, den Kennen, die ist den Weg zurückbahnt. Aatrox, der halt immer noch offen ist. Also hier ist wirklich noch keine Grenze gesetzt, aber immer noch zwei Rakan, die halt sehr wenig gespielt werden. Und auch ein Draven, der immer noch enttäuschend wenig gepickt wird. Draven wäre echt cool, wenn wir den häufiger mal wieder sehen würden. Aber ich glaube, bei Draven sind halt... Also Draven darfst du nicht einfach blind picken oder first picken. Und bei Draven ist halt immer noch das Risiko, dass wenn er getötet wird, bevor er seine Stacks abbaut, dass halt dann sehr viel von dem Champion-Design oder von dem Potenzial verloren geht. Er hat einfach ein krasser Lane-Bully. Sowas brauchst du in der heutigen Meta. Ich hab mir eben... Und er ist Blademaster. Ja. Ja, und er ist halt Imperial. Das heißt, du spielst jetzt einfach eine Darius mit einem Draven zusammen, mit spielst du Katarina und dann setzt du noch einen Swain in den Jungle. Full Imperial gehen? Klar. Oder lieber zwei Imperial und dann... Der macht die alle 150% Schaden. Blademaster. Dann dazu, ach, weißt Kacke. Du? Dann hast du so zwei Imperial und dann... Ballerst du danach noch so? Ja, dann kann er sich hier rein. Einfach einen Rekursivbogen kaufen und dann nimmt er noch eine Bratpfanne, einen Bratwender, einen Pfannenwender und dann. Bumm. Da ist jeder Blade Master. Spatula? Den Spatula. Nee, guck mal, Dracula sagst du ja auch Dracula. Du sagst ja auch Garen. Genau. Und Atom. Genau. So. Hier haben wir Olaf und Lux fürs Erste. Und Lux, Kaden haben wir gerade auf der Botlane gesehen. Olaf ist für Lux auf jeden Fall ein sehr peinigender Champion, den sie halt überhaupt nicht stoppen kann. Dementsprechend, ja, schon gefährlich für sie, aber es gibt einige Möglichkeiten, Olaf halt in seine Grenze zu verweisen, unter anderem Jarvan, der immer ganz gut funktioniert, weil halt Olaf zwar CC immun sein kann, aber er kann halt immer noch nicht über den Kataklysmus rüberlaufen. Oh, Trunde wäre auch eine Option. Ist auch ähnliches, auch er kann das Tyrann verändern, was Olaf halt nicht ignorieren kann. Er wird zwar nicht geslowed in seiner Ultimate von diesen, ja, Pillar-Außenecken, sag ich mal, aber er muss um den Pillar herumlaufen und vor allen Dingen ist halt... Trundle immer dieser traditionelle Olaf-Counter gewesen, weil er halt in der Lage ist, halt alle Leute True-Damage an Olaf verursachen zu lassen. Du kannst ja quasi, wenn du ja halt sogar smart bist und dann frühzeitig ultest, bevor Olaf selber ultet, ist er halt danach einfach in diesem Status, halt True-Damage von jedem zu bekommen, weil er halt über die Ultimate Resistenzen verliert und über Trundle auch Resistenzen verliert. Und zweimal Resistenzen zu verlieren, ist halt zweimal zu viel. Oh, Caitlyn bei PostFinance Elix. Auf der anderen Seite hätte man natürlich noch Caitlyn Lux spielen können, klar. Ich glaube, dass man hier Lux einfach nur so früh gepickt hat, um potenziell einer Xayah-Rakan-Lane entgegenzuwirken wieder. Einfach weil man davon ausgeht, dass die natürlich offen bleiben könnte. Fiddlesticks. Das wäre sehr interessant. Würde wahrscheinlich auf die Support-Position gehen. Ist halt gefährlich, ne? Mit den Traps und wenn du reingefeiert wirst. Morgana Caitlyn aber auch eine sehr starke Kombo. Ah, Nautilus. Der gute alte Nautilus Botlane. Ja, ist gefährlich. Gegen Lux aber, denke ich, ein Champion, den man hier durchaus verargumentieren kann. Ist allerdings hier auch nicht nur derjenige, der halt Aktionen angreifen kann, sondern der auch ein bisschen aufpassen muss. Wenn er nämlich auf Reichweite gebeinet wird und nicht in der Lage ist, halt den Aftershock dort zu aktivieren, dann kann es auch für ihn sehr schnell gefährlich werden. Also Lux hat dann natürlich eine Menge Reichweite, eine Menge Poke zur Verfügung, vor allem die Ultimates. Starke Kombo. Aber... Mal sehen, ob das genügen wird. Ne? Wir haben ja jetzt nochmal die nächsten Buns, das heißt, da kann man nochmal Toplane und Midlane einschränken. Ich glaube nicht, dass es eine Lux-Mitte werden wird. Möglich ist es. Wäre auch nicht das erste Mal. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe momentan in diesem Spiel halt sehr, sehr wenig Spielraum für Lux. Also die Botlane durchzubringen wird nicht ganz so einfach. Sie haben viel Reichweite, müssen damit auch arbeiten. Das 2 gegen 2 ist, glaube ich, für sie fein. Aber die Bedrohung, die man hier halt auf Lux ausüben kann,
ist halt für sie echt ein Problem, das zu handeln. Also sie darf sich hier keinen einzigen Failstep erlauben. Ist der Bann. Was wird es werden, ist die Frage. Es gibt jetzt auch nicht mehr so viele Must-Bans, wie wir es am Anfang der Season gesehen haben, oder am Anfang des Splits besser gesagt gesehen haben, wo wir praktisch Silas als Permaban hatten, Ryze als Permaban hatten. Akali ist durchaus noch stark. Kann ich den Bann auf jeden Fall nachvollziehen. Ist auch die letzten beiden Games durchgekommen. Also ich denke, da hat man sehr eindrucksvoll demonstrieren können, dass Akali halt immer noch ein super starker Champion ist. Der hat auch beide Games gewonnen, wenn ich mich jetzt noch richtig erinnere. Du weißt ja, mein Goldfischgedächtnis macht mir da manchmal einen Strich durch die Rechnung. Aber ich glaube, sie hat beide gewonnen. Da kommt jetzt nochmal ein Renekton-Bann mit dazu. Den ersten hat man ja auch einfach von dann ziehen lassen. Und der letzte Bann, der gebührt jetzt hier nochmal PFX. Was wollen sie raus haben? Was wollen sie nicht gegen sich haben? So ein bisschen Hard Engage zu eliminieren wäre, glaube ich, auch eine ganz gute Option. Das heißt, sowas, was viel Reichweite mitbringt. So ein Rumble zum Beispiel. Ja, auch Irelia kann halt schnell zum Problem werden. Immer noch ein Champion, der richtig eingesetzt hat, sehr gebrochen wirkt. Nico haben wir ja auf der Top-Lane vorhin erlebt, ne? Die Onnit-Variante. War nicht schlecht, kann man auf jeden Fall so festhalten. Vente hat da ganze Arbeit geleistet und teilweise im 1 gegen 1 Kills rausgeholt. So, jetzt werden wir auch auf jeden Fall die Antwort sehen. Immer noch viele Flexmöglichkeiten bei ESG. Lux könnte Richtung Mitte gehen, Yumi könnte Richtung Mitte oder auf die Toplane gehen. Die Bildweisen sind da auch sehr unterschiedlich. Wir sehen bei Post-Finance Selig schon mal den Twisted Fate Hammer, Hover, der direkt wieder in Ryze geändert wird. Ja, über Twisted Fate würde sich Sola wahrscheinlich sehr freuen. Oh, ich finde Ryze-Pick hier ehrlich gesagt ziemlich risky. Es ist halt immer noch ein Trundle Jungle und Ryze, egal ob jetzt Top-Lane oder Mitte marschieren wird, ist halt gegen den Pillar halt ultra anfällig. Er muss halt, wenn der Pillar kommt, muss er halt instant flashen. Wenn er es nicht tut, wird er halt sofort sowas wie Nico Snare zum Beispiel im Gesicht haben. Twisted Fate wird hier nochmal kurz gehovert. Meine würde passen, aber die Komposition, finde ich, ist von PFX so ein bisschen ohne Frontline unterwegs. Also sie können halt, wenn sie einmal zurückfallen, sehr schwierig, glaube ich, das Game bloß noch halten und sind halt trotzdem engageable. Und genau diesen Engage würde ich jetzt gerne noch bei ESG sehen. Da jetzt noch irgendwas, womit sie halt gut an die Backline rankommen. Das wäre jetzt wirklich wünschenswert. Ist ja damit Midlane natürlich nicht ganz so einfach, aber ich gehe davon aus, dass da jetzt halt noch Midlane damit reingebracht wird. Ja, 3 Sekunden bleiben noch. Noxzack. Der hat den letzten Pick und es wird ein Corki. Gefällt mir gut, ist fein. Corki sollte natürlich stark überlegen, welchen Summoner er mitnimmt. Gerade so ein Ryze zum Beispiel hat ja mit dem Binding eine gute Möglichkeit, ihn auf der Stelle zu halten. Du hast die Gold Card gegen dich, die du halt überbrücken musst. Wenn er welchen Summoner er mitnimmt, das sehen wir dann im Game erst. Aber ich hätte da auf jeden Fall meine Prioritäten. Ja, das ist auf jeden Fall nochmal ein Split-Push-Potenzial hier bei ESG. Allein über den Corki. Nico kommt drauf an, ob wir die Ohne-Variante oder die AP-Variante sehen werden. Das ist doch Support, Corki. Nee. Nee, sagt er. Nee. Sehe ich nicht, Eis. Bin ich ganz ehrlich. Sehe ich nicht. Und das liegt nicht daran, dass ich keine Brille aufhabe. Auf der anderen Seite haben wir Twisted Fate wirklich bekommen. Das wird auch interessant werden zu sehen, weil dadurch sehr viel Roaming-Potenzial besteht und sehr gute Möglichkeiten da sind, halt auf den anderen Lanes Druck auszuüben. Aber es bedarf da wirklich guter Koordination, weil sonst zerstört den Corki auch einfach irgendwann den Tower. Also ich bin sehr gespannt, was wir sehen werden. Ich denke, ESG ist hier wahrscheinlich etwas favorisiert. Aber hey, wir warten ab und gucken, was passiert. Vorher gibt es ein kleines 3-Minuten-Päuschen. Wir sehen uns gleich wieder. Bleibt dran. Bis gleich. Päuschen. Mach das wunderbar. Was ist denn da los?
Letztes Game der Sin League für den heutigen Abend. PFX gegen ESG. Und damit auch die Entscheidung, ob wir eventuell noch einen Tiebreaker sehen, wenn mich nicht alles täuscht. Ah, ja. Und ich muss sagen, Teamfights in League of Legends sind das Größte, was es gibt. Ist es das? Ja. Ist nicht Mordekaiser das Größte, was es in League of Legends gibt? Nee, Shogard. Nee, Mordekaiser kann größer werden als Shogard. Durch einen Bug. Ehrlich? Er kann größer werden als die gesamte Map. Geht das? Ja. Dann siehst du bloß noch einen Körperteil von ihm, oder was? Ja, du siehst praktisch den Bereich unter ihm so ein bisschen, weil er wird ja immer breiter. Das heißt, du guckst irgendwann einfach... Macht man das? Ist ein Bug. Guck dir mal ein Video an. Ja, der hat so viele Bug-Videos. Ja, Backe hoch. Ich frage mich auch mal, ob der die ganzen Bugs rausfindet. Da müssen mir ja so viele Leute halt Bug-Videos zuschicken. Ist ja insane. Ja, ist ja der größte und wahrscheinlich bekannteste, der sich mit Bugs auf YouTube beschäftigt, was League angeht. Und dann schicken ihm halt immer alle fleißig, ne? Ja, und der macht es dann immer nach, weil er ein Bug-Abuser ist. Nee, er ist nur ein Bug-Shower. Ja, und sein Main-Champion ist Kha'Zix. Der ein Bug ist. Wow! Wow, das war ja richtig intellektuell. Ja, heißt, sollte mir nämlich gerade sagen, dass man super intellektuell ist, wenn man Twitter nutzt und hat einfach intellektuell gesagt. Hat gut gepasst. Ja, das stimmt überhaupt nicht, Bart. Da hast du überhaupt keine Beweise für. Stimmt. Was die passiert. Hätte ich aufnehmen sollen. So, Attacke. ESG gegen PFX heißt es nun also. Mid-Lane-Duell. Sehr interessant. Corki hat sich halt für eine Teleport-Variante entschieden. Wahrscheinlich, weil er schon damit gerechnet hat, dass halt Twisted selber mit dem Teleport auf die Lane geht. Ich persönlich bin immer ein größerer Fan davon, wenn man halt in diesem Matchup auch einen Cleanse mitnimmt. Und da hat Corki sehr wohl die Möglichkeit zu. Aber dafür kann er halt das Sidelane-Duell später nicht weiter ausreizen. Das kann er mit dem Teleport natürlich deutlich besser runterspielen. Ja, dadurch ist das Split-Potenzial höher. Wir haben hier wahrscheinlich eher wieder die Utility-lastigere Nico. Ich wollte das Yumi sagen, ich verwechsel die beiden Champions heute. Schöner Hook auf der Botlane, es ist dies auf jeden Fall stark. Würde aber nicht für ein Kill reichen. Schöner Turn. Und der Damage, der wird jetzt gefährlich für Koala. Flash, man geht aber hinterher. Schild nochmal ready, dadurch kann er einiges blocken. Die Mini-Wave sorgt dafür, dass ich ESG da zurückziehen muss. Aber was ich eigentlich noch zu Yumi sagen wollte, das ist hier die Utility-lastigere Variante. Einfach mit wahrscheinlich Hextech-GLP sehr, sehr früh. Und versuchst da halt einfach über die Ultimate und die Q zu arbeiten. Ja, finde ich fein. Ein bisschen viel magischer Schaden, fairerweise, den ESG im Team hat, aber ja, zumindest S4 kann das Ganze halt noch ein bisschen ausgleichen. Weil S4 auch recht viel AP hat, ne? Geht. Also, man glaubt das immer, aber eigentlich ist dein AP-Split gar nicht so hoch. Kommt natürlich auf dem Bild drauf an. Bis zu zwei Items hast du halt fast nur AD-Schaden. Ab dem dritten Item kommt es halt darauf an, wie du es dann halt adaptierst und wie du es abänderst. Aber letzten Endes ist ja bloß dein Ultimate quasi, was halt viel magischer Schaden mit reinbringt. Oh, schöner Hook wieder. Koala sucht da auch gute Trade-Fenster, in denen er Aftershock oder zumindest Boneblade nutzen kann, dass er nicht zu hart passiert. Lux auch wieder mit Aftershock, ne, die Standard-Variante, die man als Support halt aktuell sieht. Da muss aber auch ein bisschen aufpassen. Aftershock hin oder her, sie hat halt bloß einen Spell für Hearts zu ziehen. Sollte sie zum Beispiel einmal ihr Binding missen, ist es halt für Koala immer ein Freifahrtschein, halt selber engagieren zu können. Er muss da also effektiv halt wirklich diese Lücken suchen und immer um die Cooldowns von Lux herumspielen. Andersrum ist es natürlich auch bei Nautilus ähnlich, wenn er halt einmal seinen Aftershock auf Cooldown hat, auch dann wird es für ihn gefährlich. Und Lux Binding das trifft, auch auf Distanz, kann halt für Gefahr sorgen. Das Einzige, worauf man halt aufpassen muss, ist halt immer, dass du, wenn du halt den Nautilus bindest, halt nicht in seine Aga-Reichweite bist. Lane, 2 gegen 2, Pressy Attack ist drauf, Flash von beiden Seiten. Aber die Stun-Card verschafft dir nochmal genügend Zeit, dass man wegkommen kann. Knappes Ding. Sowohl der Jungler als auch der Midlaner von Faustinos Elix haben hier gerade ziemlich hart kassiert, aber man hat recht einen Flash von Kanani bekommen. Also im Endeffekt ausgeglichenes Battle. Schade, ich glaube Kanani hat halt sein Q noch ein bisschen auf Cooldown gehabt. Ich glaube, er wollte halt eigentlich für einen Flash Auto-Tech bzw. Auto-Tech Reset Q gehen. Ja, und da ist der Anker, der Lux halt niemals erreichen sollte. Ja, aber die Frage ist, ob das genügt. Sieht nämlich nicht so aus. Koala auf jeden Fall hier mit einem guten Nutzen von Hextech Flash, aber jetzt gerade sieht es so aus, als würde er hier das Zeitliche segnen. Ein Auto-Tech fehlt. Hier macht er es wieder auch und der Schild genügt, um ihn hier vor Ignar zu schützen. Ein bisschen schade, dass Caitlyn sich da komplett zurückgezogen hat. Ich glaube, Caitlyn hätte da ein bisschen mehr von der Seite noch flanken können. Wenn sie da nämlich noch aufs Ignite einen Auto-Tech draufsetzt, dann kann sie vielleicht sogar beide töten. Und die Heilung von Lux war halt die ganze Zeit auf Cooldown, also auch das sollte man eigentlich gewusst haben. Plus halt, Caitlyn hat die ganze Zeit noch Flash parat. Ich denke, da war ein bisschen mehr Aggression von ihrer Seite aus drin. Hier hat man den Support jetzt vielleicht ein bisschen hart verkauft, obwohl es natürlich auch der Fehler vom Support war, da reinzugehen. Ein bisschen aggressiv. Aber ich glaube, Trade-Potenzial bzw. das Potenzial dafür in K wäre auf jeden Fall gewesen. Wir haben Hextech-Flash bei Nautilus und das hat man gerade ziemlich gut nutzen können. Die Position an sich, wo er steht, wird halt häufig genutzt, wenn man Grab-Champions hat.
Und die Gegner werden dann so ein bisschen rangebaitet. Man denkt halt, der AD-Carry ist allein und dann wird man rübergehuckt. Mit Nautilus gilt es ja normalerweise nicht, dass seine Hooks nicht durch Wände gehen. Aber mit Hextech Flash kann man da sehr gut drumherum arbeiten. Also die Anpassung nicht verkehrt. Ist aber meiner Meinung nach auch auf der Blue Side besser als auf der Red Side. Hier geht der Hook daneben, da sieht man es, er zieht sich ans Gelände ran. Hält die Gegner nochmal auf Abstand. Schöner Pillar, den die Gegner hat verlangsamt. Und da kommt gerade Zeiger, den Knallzapfen. Den hat er nicht ausgelöst, komischerweise. Dadurch verliert man den gerade im Trundle, bekommt selbst keinen Kill, geht aber jetzt nochmal hinterher. Wieder auf jeden Fall noch jemanden. Binding, ist es wieder ready, ist die Frage. Noxiac. Zumindest mit dem Slow, ein Auto-Tech fehlt. Nico, diejenige, die sich den Kill holt, zusammen dann mit Ezreal. Das war nochmal ein super Flash. Die zwei Kills hat man sich da verdient. Allerdings auch zu einem hohen Preis. Denn oben hat man halt keinen Teleport mehr, um zurückkehren zu können. Und Pride denkt sich, ja, okay, du portest runter, ich gönne mir hier ganz in Ruhe die Plates. Also insgesamt für Sartorius wahrscheinlich nicht mal das krass gute Play. Für sein Team natürlich sehr hilfreich. Aber für die Top-Lane-Situation alleine ist es jetzt nicht hilfreich gewesen, da nach unten zu porten. Ja, Tiger hätte da vielleicht vorher nochmal den Kill of the Sith Fate nehmen können, den Knallzapfen machen können. Aber da war man sich, wie es aussah, nicht sicher genug, dass da der Twisted Fate nicht doch noch irgendwie über die Wand kommt. Versucht beim Botlane weiter zu pushen, hat durch den Druck natürlich auch die Möglichkeit, hier Richtung Drachen zu gehen. Olaf allerdings ist auch in der Nähe. Und Greenfire lauert hier schon wieder in der Control Ward. Man sieht ihn, fällt hier erstmal die Q, den Drachen muss man also, wie es aussieht, erstmal abbrechen. Ja, nicht abbrechen, der wird ja auch einfach eiskalt übernommen. Schönes Binding, kein Level 6 Lux, heißt aber auch kein Kill. Das wird dann doch einfach, oh, bisschen Schaden, ganz kurz dachte ich, dass dann aber der Lux eh geflogen kommt, um den Drachen zu stealen, aber es hat ja nicht ganz gereicht. Olaf, der nimmt sich den mit den 100 extra Gold einfach locker flockig mit. Backport von Olaf. Er bittet, dass man hier den Drachen abgeben musste, aber für PFX natürlich sehr angenehm, dass sie mehr Regeneration haben, mehr Sustain haben. Gerade ein Ryze profitiert natürlich davon, so viel Mana wie er verbraucht. Und auch hier auf der Botlane, wo man durchaus einige Male gepokt wird, ist es natürlich angenehm, wenn du wieder mehr Leben und Mana zur Verfügung hast. Oh, danke. Mich hätte er getroffen. Die Hitbox ist da manchmal ein bisschen weird. Aber Tiger stand hier weit genug weg, dass es ihn nicht wirklich bedrohen konnte. Und auch hier wieder. Wenn der Anker draußen ist, kann Koala halt bei weitem nicht mehr für so viel Zoning-Potenzial sorgen. Muss sich da weiter zurückhalten. Das wiederum bietet halt für Noxiac und Tiger ein bisschen mehr Potenzial, halt ihre Reichweite auszunutzen und ein bisschen härter reinzupoken. Okay, dann natürlich auch sehr sicher mit ihrer Distanz und den Auto-Attacks. Koala nicht so sehr. Und er muss da mal ranlaufen, um die Ward zu clearen. Hat sich dann aber glücklicherweise dagegen entschieden, weiterzumachen. Twisted Fate hat jetzt Level 6 schon langsam überschritten. Er ist auf Level 7. Das heißt, wir könnten eine Botlane-Aktion oder zumindest einen Roam sehen von ihm. Bei ihm ist halt der Vorteil, dass er nach der Ult immer noch Teleport häufig hat, um zurück auf die Lane zu kommen. Hier jetzt natürlich noch nicht ready, aber immer noch ein klein wenig wartet. Bin ich gespannt, was PFX aus der Gelegenheit machen wird. Ja, ich hoffe auch, dass er PFX vor allen Dingen die Top-Lane so ein bisschen zufrieden lässt. Er lässt den Ryze einfach ganz in Ruhe reinscalen. Und da mit der Twisted Fate Ultimate halt entweder in den gegnerischen Jungle, beziehungsweise halt einfach auf die gegnerische Botlane sich hinarbeitet. Denn gerade ein Lux, ne, wir haben es vorhin schon so ein bisschen ausgewertet, ist halt ein immobiler, anfälliger Champion. Und wenn du da als Twisted Fate schaffst, halt einfach in den Rücken zu kommen, dann ist sie halt wirklich ein gnadenloses Opfer. Okay. Da gönnt sich also erstmal die Blue Card. Ganz kurz dachte ich, da kommt gar nicht der Red Card reingeflogen und er nimmt jetzt das ganze Camp. Schön, das wäre ein Klassiker gewesen. Du machst also gerade die Raptoren, aber die Raptoren gehören doch dem Midlaner, dann nehme ich sie mir mal. Hm, vielleicht wäre es Vorbereitung gewesen, ne? Wäre natürlich sehr nett gewesen, aber Twisted Fate sollte farmmäßig auch so ganz gut klarkommen. Corki, immer noch nicht mit Trinity Force, das dauert ein ganzes Weilchen, aber wenn man es so weit ist, dann würde er auf jeden Fall deutlich stärker sein. Also als er es jetzt ist. Ne? Trinity Force bei Corki ist so ein ziemlich guter kleiner Spike. Das Wichtigste ist, dass er die Ultimate hat und die nutzt er hier immer wieder. Kann dadurch auch endlich sein Kleptomancy richtig einsetzen. Vorher ist es ja mit Corki immer so ein bisschen knifflig. Und wenn halt immer wieder die Controls gegenseitig geklärt. Weil wir halt immer beide Parteien so abwechselnd ein bisschen backen und in die Defensive gezwungen werden. Da sind solche Wards natürlich nicht lange zu verteidigen. Das ist ja immer so 200-300 Gold Unterschied, das ist nichts Ungewöhnliches. Hier und da mal ein paar Farmunterschiede, gerade im Jungle ist es halt ein bisschen größer. Da hat Olaf sich bisher einen ganz guten Farm erwirtschaften können, hat sein Zinderhack auch bereits fertiggestellt. Der lässt bei Trundle noch so ein bisschen auf sich warten. Bei Trundle aber auch mal eine sehr schöne Synergie. Er kriegt ja quasi über seine Ultimate-Resistenzen vom Gegner, über diese Resistenzen, beziehungsweise diese Resistenzen scalen quasi mit maximalem Leben nochmal rein. Deshalb diese Variante mit dem Zinderhack besonders förderlich auf Trundle.
Problem, was er hier halt bloß haben wird, ist, dass halt kein Gegner wirklich viele Resistenzen später mitbringt. So im optimalen Fall, wenn er clever ist, versucht er halt darauf zu warten, dass ein Nautilus zum Beispiel ins Team versucht zu engagen, einen Aftershock bockt, und dass er quasi auf diesen Aftershock raufultet. Weil Trundle halt in diesem Moment, wo der Gegner geultet wird, auch in diesem Moment die vorhandenen Resistenzen immer klaut. So egal, ob die halt bis temporär werden oder nicht, sondern er kriegt halt genau diese. Den muss man erstmal resetten lassen. Hat man recht schnell gemerkt, dass auch Postinance Elix auf dem Weg ist. Und das Risiko wird sie jetzt gerade noch nicht eingehen. Corki kann sich halt auch einfach nur Zeit lassen, wenn der erstmal seine vollen Items hat. Mal vier Items so im besten Fall, dann rastet der komplett aus. Den will man wieder abbrechen. Binding trifft nicht. Teleport wird eingesetzt. Und Corki in der Midlane mit der Stun-Karte rausgehalten. Der Baron, ja, null Mana. Der Herald allerdings lebt natürlich immer noch. Den versucht man immer weiter durchzuziehen. Luxo, die Pride so gut wie down. Trundle hält sich gegen und der Herald geht hier, wie es aussieht, an BFX. ESG kriegt eine ganze Menge Damage. Man kommt hier nochmal über die Wand, landet vor Polo. Den kann man sogar nochmal mitnehmen. Der Hook hier gerade durch Koala. Ja gut. Ja! Kann man mal machen. Spectator Mode, by the way. Ich geh mal ganz kurz auf uns und guck mal, woran hat's hier liegen. Liegt das an uns oder ist das deren Game gecrashed? Ich glaube, deren Game ist gecrashed. Nee. F in den Chat. Nee. Doch. Glaube ich nicht. Ich glaube, es liegt am Spectator-Modus. Ich kann halt Alt F4 und dann gehen wir einfach auf Frequency. Warte mal, geht das? Ja. Ja, okay, probier's. Das ist die einzige Option, wenn das Game stehen bleibt. Game is still in progress. Ja gut. Verbindung wiederherstellen. Sehr schön. Ich hoffe, das funktioniert. Abgenickt von Technik-Eis. Bei Technik-Fragen. Techniker-Fragen? Genau. Niemals mich, weil ich habe keine Ahnung von Technik. Ich weiß. Ich aber auch nicht. Ist immer sehr gut, wenn technische Probleme auftreten oder zwei Dudes, die zu sitzen hast, in einem Raum voller Technik. Also ich will jetzt nicht sagen, du hast irgendwas studiert Richtung Technik und ich habe irgendwas studiert Richtung Technik. Ja, pst. Aber das ist ja, also Computer sind ja noch was anderes. Ich bin schon stolz, wenn ich meine Grafikkarte selber einbauen kann. Ein bisschen kenne ich mich schon aus. So, Jungs und Mädels, wir sind wieder in-game. Haben wir irgendwas Krasses verpasst? Die haben pausiert, glaube ich, oder? Kann gut sein, ja. Im Chat steht auch. RRR. Alle Piraten? Vielleicht war das einfach so ein Fail-Pause-Anzeige-Dings. Vielleicht. Und dann wäre es trotzdem mysteriös und komplex gewesen. Mysteriös. Der Drache ist gespawnt. Das ist gar nicht so mysteriös. Der ist nämlich rot und leuchtet in der Farbe einer Flamme. Was wiederum halt sehr attraktiv aussieht. Ne? Flammen waren für Menschen schon jeher so anziehend. Heck, fantastisch. Gab's schon den, oder ist schon der neue Patch am Start? Und deswegen? Nee, eigentlich kommt der auch nachts, oder? Nee, der Patch kommt immer so 2 Uhr, glaube ich. Ich glaube eher, das war der Bug, dass wir wirklich keine Pausenanzeige hatten, weil Toplane scheint auch in dem Moment geleckt hat. Nautilus, der geht hier über die Wand. Oh lol, der Anker ging ein bisschen daneben. Jo. Wo er mit dem Autotech direkt gestunt hat. Vor allem hätte er halt Corki, dadurch, dass er seine Passive gerade hat, nicht mal aus dem Package, aus der Package-Animation quasi rausreißen können. Weil der dann nämlich ans Doppelbild ist. Nicht mal die beste Idee, da reingehen zu wollen. Eine Reihe Kills auf Ezreal, derjenige, der hier gerade auf jeden Fall am Anfang carryen muss. Mal sehen, ob Zeige das auch schaffen. Dort wird geklärt. Package wäre jetzt wahrscheinlich ausgelaufen. Gleichzeitig kann man die Gegner damit noch für ein paar Sekunden zonen. Den Drachen will man starten. Und Nico ist auch gut positioniert. Sie könnte hier flanken. Olaf läuft einfach rauf, stiehlt das Ganze sogar. Starkes Ding. Einen Höllendrachen abzugeben, das ist natürlich bitter. Den Herald, den hat man hier, wie es aussieht, schon eingesetzt gehabt oder halt eben gerade gar nicht erst bekommen. Ich glaube, den hatte man einsetzen wollen, wurde wahrscheinlich abgebrochen. Also, Fernbrex ist halt nochmal ganz lecker. Der sollte hier PFX auf jeden Fall helfen. 2 Blades bleiben noch in der Mitte. Das Ganze wie 30 Sekunden. Ab 14 Minuten sind die halt hinfällig und werden einfach weggenommen. Nicht genommen mit Blades, natürlich auch irgendwo verschenktes Gold, aber du kommst immer nicht immer an alle ran. Bisher muss ich aber sagen, was so die Blade-Verteilung angeht, hat PFX schon einen guten Eindruck gemacht. In der Mitte 2 Blades mehr geholt, auf der Toplane 2 Blades mehr geholt, Botlane 1 weniger, ja, okay. Aber das kann man hier so ein bisschen durch die anderen 3 weiteren Blades kompensieren. Goldtechnisch sind sie allerdings nicht wirklich weit vorne, im Gegenteil sind sie sogar ein bisschen hinten. Da nicht zuletzt natürlich auch die 2 Kills für verantwortlich zu machen. Und die Twisted Fate Passive, die halt so ein bisschen wieder rausholt. Ne? Twisted Fate gibt ja quasi für jeden Last, den er macht, immer nochmal einen random Goldbetrag obendrauf, dass das Ganze hier so ein bisschen kompensieren kann.
Wird schon fleißig wieder gepinkt. Mengen wir jetzt inzwischen auf der Sidelane und wir sehen genau das, was wir am Anfang angekündigt haben. Beide Team-Kombos können Split pushen. Wir können ihren Top-Laner und ihren Mid-Laner auf die Sidelane stecken. Und danach so ein bisschen standardmäßig vom Lane-Swap vorgehen. Ich glaube halt am Ende, Corki wird besser dastehen als das Fade. Dann kommt Corki noch ein bisschen stärker, hat ein wunderbares Scaling. Bei Ryze gegen Nico kommt es da drauf an. Ryze an sich ist ein super starker Carry-Charakter, der sehr, sehr viel bewirken kann und auch alleine viel machen kann. Nico hat halt mehr so diese Utility fürs gesamte Team und für den gesamten Teamfight im Verhältnis. Ryze liefert da ja wirklich eher den brachialen, rohen Damage dann, wenn er seine Runen verteilen kann. Also der Gank, wenn die Lane kommen. Funktioniert bloß nicht so gut, wenn da halt der Ryze direkt reinpusht. Er macht sich jetzt natürlich anfällig für einen Gank. Er versucht damit da so ein bisschen diesen Counter-Gank vorzubereiten. Aber jetzt geht's halt schlicht und ergreifend direkt rauf auf den Turm. Nautilus hat man noch im Rücken drin. Der soll das Ganze hier absichern. Und da der gegnerische Jungler jetzt eh Richtung Prozent unterwegs ist und das Ganze von Twisted Fate ja auch schon antizipiert wird, ist man sich sicher, dass man diesen Turm bekommen wird. Okay, den holt in der Mitte einfach nur, um vorab Schaden zu machen, den SW auf Abstand zu halten. Und jetzt kommen dann Nautilus und Olaf. Da muss man auf jeden Fall vorsichtig sein. Schöner Stil von Noxiek, wie es aussah. Bei. Hat er den wirklich bekommen? Den Rette-Buff? Ja, ich glaube, er hat ihn bekommen. Ich glaube mal auch. Wenn das finale Funkeln hat, halt einen sehr guten Grundschaden. Oh, ich liebe diesen Begriff. Finale Funkeln. Das finale Funkeln. Eis ohne. Ja, Lux Ultimate! Knallt rein! Weißt du Bescheid? Nee, ist okay. Finales Funkeln ist ein schöner Name. Weißt du auch, wie die anderen Fähigkeiten heißen? Schillernde Singularität, glaube ich. Ja, nice. Und der Q heißt Helle Bindung? Alter! Nein, der ist nicht so, das habe ich mir gerade ausgedacht. Nee, aber trotzdem, ist halt close. Aber bei Schillernde Singularität bin ich mir ziemlich sicher. Ja, ist es. Das ist der einzige Spell, den ich auch hundertprozentig safe kenne. Ich weiß, wie Lux Fähigkeit heißen. QB, ja. Ja. Das ist richtig. Ich meine, jetzt ja meistens doch der kürzere Weg. Hey, da kommt der Q und der W und der E und der R. Ich meine, so gut wie jeder weiß halt, was für eine Tastenbelegung das ist, ne? Aber weiß halt kaum, wie der Name ist. Das heißt, wenn du, keine Ahnung, angenommen, du hörst das Spiel nur und irgendjemand sagt, der Lux nutzt ihre schillernde Singularität, dann. Dann sieht das in dem Moment, was trotzdem was gemeint ist. Nee, Leute, ich meine, wenn du nur hörst. Achso, ja. Also die meisten Leute wissen dann eher, wenn du es halt na direkt sagst, so, es ist, keine Ahnung, die Ult oder so. Wenn ich zum Beispiel sage, bei Rumble, er nutzt den Einebner oder den Equalizer, dann wissen halt auch nicht alle Leute, was. Aber Equalizer klingt halt einfach nur episch. Ja, aber Einebner. Der war geil. Allein, wenn es die Filmreihe gibt. Ja, der will auch Equalizen hier. Ah, der Slow ist da, aber Trundle hielt sich natürlich gegen. Er wird sie sehen. Olaf ist schon mal low. Die Ult kommt noch durch. Tiefenladung von Nautilus. Sorgt für einiges an Verwirrung, den Kill bekommt man trotzdem. Sartorius geht dann nach vorne, kann aber keinen weiteren Kill bekommen. 1 gegen 1 straight, man verliert den Corki und der Stun ist stark. Dann noch der Follow-up von Greenfire. Und damit ein 2 zu 1 straight für PostFinance Elix. Die machen sich hier gerade wirklich gut. Junge, aber Kanani auch richtiger Bro. Der kriegt halt die Tiefenladung auf sich und flasht halt, Nautilus Ultimate, Nautilus R auf sich. Und flasht damit in seine eigene Backline, damit auch alle Carries halt schön feuchtfröhlich nochmal in die Luft geworfen werden. In dieser kleinen Fontäne. Ja, nicht die beste Idee. Weiß nicht dafür verantwortlich, dass da die Kills noch gefallen sind, aber die sind halt danach gefallen. Weil man sich einfach nicht perfekt dort einschätzen konnte. Oh, Double Control Board, auch das nochmal bitter. Nicht perfekt abgesprochen, aber zumindest besser als gar keine. Wenn PFX hier gewinnen würde, wäre das, glaube ich, ihr erster Sieg in diesem Split. 0-5 stehen sie bisher. Ehre. Und vor allen Dingen würde es dann dazu kommen, dass ESG in den Tiebreaker muss gegen Equalizers. Kann passieren. Noch ist das Game natürlich nicht vorbei. Und wie wir das alte ESG kannten, die haben ja immer durchgehalten und das Ganze sehr spät erst im Late Game geregelt. Vielleicht ist auch dieses ESG inzwischen soweit. Naja, zumindest gibt es da halt erstmal den ersten Drachen, den man auf ESG-Seite sich erhaschen kann. Ein Ocean Drake, nicht besonders lecker, aber besser als gar keiner. 1300 Gold. Hast du schon mal probiert? Ocean Drake Fleisch? Ja. Ist nicht so lecker. Wie Hühnchen. Oh, Hühnchen ist auch ganz lecker. Ich hab schon ganz viele Seedrachen gegessen. Ich dachte, das schmeckt eher so nach Shrimp. Aber ist Ocean Drake, ist das Meerdrache eigentlich, ne? Ja, Meeresdrache. Ist halt so blöd, dass es bei denen Ocean heißt, aber bei uns sagt man halt zu Meer, Meer. Man sagt halt auch hohe See, also auch See. Ozean. Das ist halt alles dasselbe, ne?
Wir haben halt mehrere Begriffe für dieselbe Begrifflichkeit. Ha. Sea und Ocean gibt's aber auch. Ja, aber Sea ist ja dann nichts auf dem Meer, oder? Gibt's da nicht einen Unterschied? Ich glaube, die separieren das, aber ich bin da auch nicht so drin. Ist auch nicht so wichtig. Seafahrer nicht auch Seefahrer? Nein. Schwierig. Was ich weiß, ist, dass Mayonnaise ein Instrument sein kann, wenn man es richtig spielt. Hey, jetzt kommt der SpongeBob. Ich weiß. Das Binding! Auchi! Aber man braucht trotzdem eine ganze Menge, um den Twisted Fate zu bekommen. Allerdings jetzt im 5 gegen 4. Vielleicht kann man da ja nochmal sowas wie den Baron vorbereiten. Starten wird man ihn auf jeden Fall nicht, aber man kann hier nochmal dafür sorgen, dass praktisch man entlastet wird und ein bisschen Druck abbauen, indem man die Lanes nochmal rauspusht. Dass man den Midlane Tower verloren hat, ist natürlich bitter für ESG, vor allem weil sie gerade selbst gefühlt gar nicht dazu zu kommen zu pushen. Botlane hat man halt ganz am Anfang geholt, aber so langsam, ja, schwer. Ja, für den Turm sieht es nicht ganz so gut aus. Da muss ich ein bisschen leiden, da wird sogar schon Sartorius von seinem eigenen Turm weggezoned. Und letzten Endes konnte sich Ryze halt die ganze Zeit Solo Erfahrung gönnen, hat halt ein paar Plates bekommen. Hat halt auch viel Gold über Farm hier wegmachen können. Ich meine, der hat 40 CS Vorsprung, das ist für einen Solo-Laner halt eine ganze, ganze Menge. Gleichzeitig auch schon seinen Stab des Seraphen, ne, Umarmung des Seraphen ausgebaut. Zwei Items tun ihm da auch ganz gut. Aua, der eine Turm ist sogar schon wehgetan. Der nächste Turm, der hier nochmal von der SG genommen wird. Ja, der Ryze entwickelt sich, glaube ich, immer mehr und Turm mehr als genommen. Eine Problematik. Ich denke, da fehlt auch so ein bisschen die Antwort später. Ich glaube auch, der Corki wird Probleme damit bekommen, den Ryze halt richtig gut handhaben zu können. Ja, auf jeden Fall. Ryze hat ja selbst mit den Schilden nochmal gute Möglichkeiten, sich zu schützen. Und wenn er da nochmal seine Umarmung des Seraphen einsetzen kann und den Schild bekommen, plus die von seinen Fähigkeiten, dann wird das sehr, sehr schwer ihn zu töten. Corki hat schon eine Menge an Burst-Potenzial und trotzdem auch konstanten Schaden. Er braucht auf jeden Fall noch zwei weitere Items, um wirklich stark zu werden. Ihn sollte man dann eher probieren, weiterhin gegen Twisted Fate zu schicken. Bloß auch für Yumi wird es halt schwer, gegen Ryze klarzukommen. Ich glaube, Yumi hat da eventuell defensiv gesehen noch ein paar bessere Möglichkeiten, zumindest den Ryze auf Abstand zu halten. Und Corki im besten Fall kann er sogar ein Kill gegen Twisted. Ja, haben wir ja die Lux-Bindings, die Lux-Skills, die hier links und rechts einfach vorbeifliegen. Einer haben wir gerade gesehen, kann schon tödlich sein. Der Follow-Up ist halt auch gut. Trundle wirkt zweimal so wie so ein, sag mal, so eine kleine immobile Gurke, aber der Pillar ist tatsächlich halt auch ein sehr gutes Utensil, um Catches zu landen. Kann den Gegner halt ein bisschen bouncen lassen. Ah, ich hab schon wieder Yumi gesagt. Eis. Okay. Du musst mich darauf hinweisen. Das sind alles diese kleinen, ekelhaften Märchenprinzessinnen. Vor allen Dingen, warum nennen die nicht die Katze Nico, die Neko? Und das, was so ein bisschen aussieht wie ein Gecko, wenn sie... Nicht Yumi. Naja, Ult wird hier einfach gekontert, indem man Nico tötet. Ryze einfach mit dem Flash an der Seite und da sieht man den Schaden, den er anrichtet. Corki down. Das Binding kommt hier sehr, sehr spät, schützt aber zumindest nochmal die Lux. Greenfire wartet ja einfach auf seine Teamkameraden. Slow nochmal mit der Axt, also er überlebt das Ganze, hält die Gegner hier nochmal auf Abstand. Aber man merkt, Ryze wird zu einem großen Problem, was man so nicht mehr handeln kann. PFX hier auf dem Weg Richtung ersten Sieg, wie es aussieht. Und für ESG würde das bedeuten, man hätte hier wahrscheinlich nochmal einen Tiebreaker vor sich, bevor man in die Playoffs einsteigen kann. Das war ganz gut für sie. Noch ist das nicht längst vorbei. Oh Gott, den Ryze hat man lieber nicht versucht, so zu catchen. Wer catcht eigentlich wen? Da dreht Pride das Ganze hier einfach mal kurzerhand um und zerburstet einen kompletten Champion. 7 zu 7. Steht aktuell. Da kommt nochmal ein Teleport. Man will jetzt hier einen Comeback starten. Natürlich ist unterwegs. Kann den Slow sogar treffen, auch wenn es knapp war. Ah, Binding trifft aber hier wieder nicht. Und der Schaden von Kate inzwischen auch gut. Flash von Koala. Und da kann Corki nicht mehr hinterhergehen. Ah, dazu viele nicht vorhandene Informationen. Er weiß ja nicht, wo Olaf ist. Und geht halt davon aus, dass wenn er da hinterhergeht, auch Schlimmeres auf ihn warten kann. Das ist auch, denke ich, die richtige Entscheidung. Aus unserer Perspektive ist das natürlich so aus. Hey, warum nutzt er denn seine Valkyrie nicht, um da hinterherzugehen und den Kill zu holen? Aber aus seiner Perspektive, ohne dass wir die Sicht kennen, kann ich es halt voll und ganz nachvollziehen. Am Backen und die ganze Zeit am Tanken. Ist okay. An der Stelle kann er sich erlauben. Trotzdem gerade mal der T1-Sound, jetzt der Teleport. Der Gegner, das fängt man ziemlich gut ab, auch wenn es ein Double-TP ist. Ryze bekommt hier schon wieder den Kill auf Corki. Zeige er nochmal mit dem Dash oder dem
Blink besser gesagt. Wie viel Damage hat denn der gerade da über die Wall gemacht? Ja, vor allem wie viel Damage hat er ausgehalten, ne? Ich meine, das ist ja normal, über den Seraph quasi und über sein Passive Shield plus die Mercs, die er hat, kann er halt schon relativ was wegstecken. Aber dass er halt den Corki ja über die Wall noch mitnehmen kann, ist halt fast schon eine Frechheit. Ah, der große blaue Mann auf der Top-Lane. Der haut hier einiges raus. Der nächste Lied ist die, der liegt schon im Inventar. Twisted Fate Ultimate mal eben kurz aktiviert, aber hier wird es wahrscheinlich nicht zum Catch kommen. Wieder nach Hilfe gepinkt. Ja, man müsste jetzt eigentlich Vision aufbauen, aber das Ganze sicher hinzubekommen wird natürlich schwierig. Gerade Nautilus kann er jederzeit engagen, wenn man nicht aufpasst. Ist gut, dass die Twisted Fate Ultimate raus ist, aber ich bräuchte ja länger. Schön, dass die hier wieder von Greenfire. Die tödliche Axt verschnibbelt da nochmal den Rücken vom Red Buff. Da gönnt er sich den Red Buff. Oh, schön geklaut. Das sind manchmal auch die kleinen Dinge, die ich halt immer weiter nach vorne bringe. Und mittlerweile kommen dort bei PFX halt sehr viele kleine Dinge zusammen, die sie auf jeden Fall noch in Führung halten. Aber auch das ist halt immer noch was, worauf man sich nicht ausruhen kann. Ich meine, Scaling ist eigentlich nicht schlecht. Kann man halt voll mitnehmen. Aber je länger so ein Spiel geht, desto wahrscheinlicher ist es halt auch, dass der Gegner halt mal schnell ein Comeback starten kann. Denn wenn du dann einen Fehler machst und dein Death Time bei 60 Sekunden liegt, ja gut, okay, dann kannst du auch so viele Türme haben. Aber die Zeit reicht dem Gegner trotzdem aus, um das Spiel beenden zu können. Rocky jetzt zumindest mit KDU hat hier das zweite Item fertig. Eins wird auf jeden Fall noch brauchen, bis er so langsam anfängt stark zu werden. Binding trifft wieder nicht. Man hat eine Menge Slow, aber die Skillshots, die brauchen eine Weile. Die Ult glücklicherweise am Point. Trundle bekommt den Lasted. Hat sogar seine Ultimate dafür genutzt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, Vengo ist hier sehr oft out of position. Also er steht sehr oft zu weit vorne, respektiert halt dieses Slow-Build nicht so richtig, wird halt von der ganzen Utility dann halt einfach niedergerungen und letzten Endes auch gecatcht. Er muss hier wirklich aufpassen, dass ihm sowas jetzt nicht mehrmals passiert. Weil so eine einzelne Catches, lass die nochmal 5 bis 10 Minuten später passieren und dann ist ein Nash weg, da sind Türme weg, da ist die Base vielleicht sogar weg. Da muss er halt einfach mehr Feingefühl entwickeln. Da muss er auf jeden Fall vorsichtig sein. Hat jetzt hier schon mal Wits End dabei, hast, der kriegt nicht mehr so viel magischen Schaden, hat auch die Magic Resistance Boots, also der CC wird nicht so lange festhalten, aber am Ende ist es halt einfach zu viel für ihn gewesen. Da sollte man sich überlegen, ob man dagegen nicht irgendwas machen kann. Na, Wards hast du natürlich auch nicht mehr unendlich, die Zeiten sind schon lange vorbei. Aber so eine kleine Control Ward kann er da vielleicht einmal den Allerwertesten retten. Control Wards sind immer gut. Und sie retten immer Leben. Aber der kauft mehr Control Wards, wenn ihr leben wollt. Also Leben direkt geben sie ja nicht. Also wenn du Leben haben willst, solltest du schon sowas wie einen Riesengürtel kaufen. Nee, wenn du Leben willst. Wenn du überleben willst. Wenn du dein Leben willst. Wenn du es behalten willst. Und dir niemand dein Leben, deine Ehre nehmen soll. Dann brauchst du Control Wards. Richtig. Ich würde zu gerne mal eine Statistik sehen. So im Durchschnitt platzierte Control Wards in einem Competitive Duell quasi und im Durchschnitt platziert der Control Wards in einem ganz normalen Ranked Solo Queue. Ich glaube, das ist wirklich so ein Faktor von 1 zu 3, würde ich beinahe sogar schätzen. Ja. Kommt natürlich ein bisschen auf die Elo drauf an, auf die wir uns hier beziehen. Aber ich glaube schon, dass der Unterschied da halt sehr, sehr groß ist. Irgendwie im Solo Queue gefühlt denkt man sich immer, 150 Gold für 2 Control Wards? Nee, dann kann ich mir ja mein BF Sword nicht mehr leisten, weil BF Sword wäre es halt wirklich nicht worth. Auch meinen Longsword oder so nicht mitnehmen oder meine Schuhe gerade nicht kaufen. Diese Informationen, die du halt manchmal bekommst, sind halt einfach wirklich überlebensnotwendig. Auch die Sweeper, die hier schön eingesetzt werden. Ne? Vision ist halt einfach ein essentiell wichtiger Bestandteil von League of Legends. Vision aufbauen und auch Vision des Gegners abbauen gehören eben mit dazu. Ist auch immer dieser schmaler Grat, diese Balance, die man irgendwann finden muss, um zu entscheiden, hey, will ich gerade lieber mehr Vision selber aufbauen oder will ich dem Gegner halt mehr Vision denyen? Meistens ist es halt, dass du dem Gegner versuchst, mehr Vision zu denyen, wenn du halt eh am Drücker bist und versuchst ihn halt dadurch halt in mehr risikoreiche Situationen reinlaufen zu lassen. Da du ja eh schon mehr Gold zur Verfügung hast und wenn du halt selber behind bist, kann man halt wirklich sehr oft empfehlen, dass man halt mehr Kontrolle aufbaut und nicht hart gesnowballt zu werden. Oh, so eine Stellung auf Ultimate. Ja, soviel zum Thema Vision ist wichtig, man baut sie auf und ab. Hier ist es gerade wieder so weit, dass man nachdem gerade Post-Finance-Selix Vision aufgebaut hat und die von ESG die Night hat, ESG wieder dabei ist, sich den Baron aufzubauen. Man hat die Gegner hier einmal kurz in die Basis zurückgedrängt, bekommt dadurch halt genügend Zeit. Und jetzt ist die Frage, wie man weiter vorgehen wird. Wenn man hier einfach nur durchhält und nicht viel mehr abgibt, kann ESG das vielleicht noch gewinnen? Aber es ist nicht so eindeutig, dass ich sagen würde, man sollte sich hier super passiv die ganze Zeit verhalten. Wir haben ja gesehen, wie viel Schaden Ryze anrichten kann. Ja, und er ist auch die ganze Zeit beim Team mit dabei. Ich würde tatsächlich lieber ein bisschen im Split sehen.
Unten haben wir aktuell einen Slowpush, das ist fein, aber den könnte halt auch ein Rice, der halt schon nach unten rotiert hat, durchaus ausnutzen. Tiefenladung schon wieder, Sidesteps sind da, Kanani kommt weg vom Hook und damit sollte er es sogar überleben können an der Stelle. Die Twist of Fate Ultimate nun zu sehen, wo sich der Rest der Gegner aufhält. Slow ist drauf, Rice mit dem Flash, dadurch anfälliger auf jeden Fall, aber er hat hier Face Rush dabei. Ist also auf jeden Fall in der Lage, sich auch so neu oder besser zu positionieren. Weh. Einzel verstärkter Q von Rice mit 700 Damage nahezu auf dem Nasher. Sorgt hier für ordentlich Speed. Der Nasher könnte aber contested werden. Ist safe. PFX, die nehmen hier mit. Da hat sich zwar so eine kleine Front aufgebaut von ESG, aber wirklich zur Tat schreiten konnten sie da nicht. Ja, mit dem wird jetzt weiter reingepusht. Ist eine kleine Wave da, den sollte man auf jeden Fall bekommen. ESG kann sich jetzt zumindest so ein bisschen absetzen durch die etwas besseren Entscheidungen. Was den Push angeht, was das Aufdecken angeht. Den Baron konnte man sich hierbei nicht holen. Das ist halt bitter, ne? Jetzt ist halt die Frage, geht hier Paulsino Silix in den Split-Push und setzt halt Rice wieder auf Botlane oder Toplane? Das würde ich mir so sehr wünschen. Er hat Teleport wieder parat, dementsprechend wäre Botlane wirklich eine gute Anlaufstelle für ihn. Und ich glaube nicht, dass Sartorius aktuell gegen Rice großartig was unternehmen kann. Ist natürlich immer noch so ein bisschen in die Gefahr, dass du halt zu weit nach vorne gehst, aber für mich sind solche Momente, wo halt beide Teams mit drei Teleports spielen, halt sehr makrolastige Spiele. Da, wo du halt einfach entscheiden musst, so, wie kriege ich halt den gegnerischen Teleport rausgebaitet, wie kann ich mir halt einen Teleport-Advantage spielen und wie kann ich halt letzten Endes mit diesem Teleport-Advantage auch wirklich für Objekte spielen. Na, da wird nochmal ein bisschen abgebaut. Den Druck, den man aktuell aufbauen kann, den kann man ja auch sehr gut zum Vision auf- und abbauen, selber nutzen für PFX. Der Nasher, der wird jetzt noch ein Weilchen dauern, bis der wieder respawnt. Aber den Drachen unten kann man sich schon mal ohne Probleme mitnehmen. Da hat sich das Wissen schon mal alleine rangemacht. Ist ein Ocean Drake, glaube ich, wenn ich es gerade richtig gesehen habe. Ja, sieht nach einem Ocean Drake aus. Auch wieder so nicht der krasseste, den man hier bekommen kann. Ich meine, das ist der dritte Ocean Drake in diesem Spiel. Oh, Catch Versuch. Ja. Man muss hier jetzt probieren, die Gegner vom Pushen abzuhalten. Twisted Fate hat allerdings seine Ult. Wird hier nicht direkt dazukommen, clevererweise, sondern hält etwas Abstand. Caden Ult einfach nur zwischendrin. So, dass man schon mal vorab Schaden macht. Während des Kampfes kann man die eh nur sehr selten nutzen. Ezio macht hier nochmal Rice einiges an Schaden. Ja, aber es sieht so aus, als würde ESG da nicht gegenhalten können auf Dauer, ne? Der Rice, das Scaling von Rice vor allen Dingen, ist halt einfach zu stark. Und auch auf den anderen Positionen sieht es natürlich nicht schlecht aus, ne? Du hast mit Twisted Fate hier einen sehr zuverlässigen, sehr leichten Engage, einfach über die Stun-Karte. Und hier nochmal ein kleiner Catch auf Olaf, der nutzt aber direkt hier sein Ultimate, um wegzukommen. Nasher wird nicht mehr so lange halten. Ist nicht ausgelaufen. Bitter. Also gefühlt ist man wirklich wenig vorangekommen. Oben war den Turm fast genommen. Aber fast ist nun mal nicht ganz. Kleine Lücke, die hier nochmal in der Mitte gefunden wird. Der Anker geht ins Leere. Auch da die Hälfte des Turms schon raus. Noch wieder drauf. Dann Nico hier mit dem kleinen Mindgame. Kanani nicht in die Trap gelaufen. Da kommen wir glücklicherweise davon. Aber Corki, der bekommt den Headshot ab. Und man sieht es. 900 Damage. Bei Caitlyn, da muss man wirklich vorsichtig sein. Verliert jetzt einen weiteren Tower auf der Top-Lane und kommt wieder nicht an Ryze ran. Fire Everything ist die Devise, es wird wirklich alles rausgehauen, aber man schafft es nicht, ihn festzuhalten. 3,5 Items auf Caitlyn und ein einziger Schuss kann Corki halt halbieren. Das ist schon ein ordentliches Statement. Schöner Q nochmal, der Laser hätte hier wahrscheinlich gerne wenn man jetzt rein. Corki mit der Valkyrie kriegt den Kill, genauso wie Ezreal. Und Backlund ist da noch nicht fertig. Geht hier nochmal hinterher. Flash auf Caitlyn und auch er kann kritten, wie man sieht. Das sind hier drei gute Kills. Toplane Inhib steht noch, also hat man das Schlimmste praktisch verhindern können. Der Baron Buff jetzt dann halt auch bald ausgelaufen. ESG erkauft sich nochmal viel Zeit. Pillar wird auch nochmal gespottet. Das verstehe ich übrigens nicht. Warum haben sie von der Nivea Wall die Vision runtergenommen und vom Trundle Pillar die Vision gelassen? Das wird sich mir halt niemals erschließen. War ein ziemlich gemeiner Nerf. Wir sollten eine Gruppe dafür bilden, dass halt Nivea wieder gebufft wird. Aber ihr seht, ne, genau das, was ich vorhin angesprochen habe. Die Death-Timer hinten raus sind halt ultra lang. Und wenn du da einzelne Fehler machst, kann das Game sehr schnell kippen. Der Schild ist gut, aber man stirbt hier trotzdem. Corki's Damage. Ne? Airscale natürlich auch wunderbar. Greenfire. Low, aber man zieht sich nochmal zurück. Inhibitor zu bekommen ist schon mal gut. Man hat aber selbst auch zwei verloren und wenn man hier, beziehungsweise selbst zwei Türme verloren. Das heißt, wenn man hier jetzt sterben würde, könnte Postinons wieder pushen, könnte es wahrscheinlich zwei Inhibitoren nehmen, deswegen geht man hier lieber auf Nummer sicher. Na, der nächste Fehler könnte jetzt aber auch schon für PFX das Ende bedeuten. Sie haben sich halt die ganze Zeit einen schönen Vorsprung rausgespielt.
Ah, der Ocean Break hat man gar nicht mitgenommen. Weil ich dachte, die ganze Zeit Twisted Fate hat er einfach mitgenommen. War nope. Den hat man noch zurückgelassen. Dafür jetzt der Drache, den sich halt ESG holen kann. Dankbar können sie da sein. Ich denke mal so, dieses Spiel wird sich jetzt zum Ende neigen, wenn es um den nächsten Nasher geht. Der braucht nicht mehr so lange, bis er spawnt. Und wer sich da halt den siegreichen Kampf vor allen Dingen holen kann, um den Nasher herum, der wird wahrscheinlich auch das Spiel für sich entscheiden. Und da sehe ich ehrlich gesagt ESG immer noch in der Lage, dieses Spiel auch wirklich an sich zu reißen. Er ist bei Caitlyn fast Vollbild erreicht. Sie hat QSS, wird er bald einen Accurate Scimitar draus machen. Auf der anderen Seite ist man halt auch schon ziemlich fortgeschritten. Es fehlt aber immer noch einiges an Gold. Also der Vorsprung, den man bisher hatte bei PFX, der macht CSG nicht leicht, das Ganze wieder auszugleichen. Merkt man natürlich auch in den Fights. Die Crits und Corki tun inzwischen aber schon gut weh. Wir haben bei Koala fast Ritterschwur. Sieg ist es schon fertig. Wenn das beides vorhanden ist, wird es nochmal sehr schwer, hier praktisch Polos zu töten. Ja, und sie kennen auch das Problem, dass Twisted Fate halt late-game-mäßig zwar nicht unbedingt schlecht ist, aber mit dem AD-Build quasi nicht so hart spiked. Na, da ist ein AP-TF natürlich deutlich effizienter, weil der wirft eine Gold-Card und hat einen verstärkten Auto-Tag mit Lichbane Brock und jemand ist halt direkt tot, während dort der AD-Twisted Fate ein bisschen länger arbeiten muss. Der spiked halt früher, das ist ein Vorteil. Aber mit 0,5 war er jetzt ja auch hier nicht wirklich von großen Belangen in dem Game bisher. Der Baron ist bald wieder da. Zu dem wird man als nächstes gehen und da kommt dann natürlich wahrscheinlich die Entscheidung. Also ein Teamfight, ein, sagen wir mal, gut einseitiger Teamfight, wird hier das Ganze höchstwahrscheinlich schon entscheiden. Wenn wir wieder 3 oder 4 Kills sehen, dann kann man danach einfach durchlaufen. Tja, jetzt geht er los. Der Nash-Fight. Der Goku ist auf Tunnel. Kanani instant down. Der Schaden von SW auch nicht schlecht. Polo hat da einiges kassiert. Aber dann stand man einfach zu weit vorne. Der kann sich halt nicht hochheilen. Ohne Lebensraum sieht das hier nicht mal ganz so lecker aus. Wieder Not, der trifft. Wieder kein gutes Ziel für ESG. Da blockt man jetzt nochmal. Und PFX ist auch angeschlagen. Hat hier ziemlich viel kassiert. Polo aber immer noch mit Teleport, genauso wie Pride. Man könnte also in die Basis gehen. Und danach wieder kommen Ryze mit dem Flash. Sartorius holt seine Stopwatch raus, kann die Gegner auch nochmal ins GA zwingen. Man hilft hier, Noxiac kriegt den Kill. Und Greenfire und Polo müssen da vorsichtig sein. Sartorius jetzt mit der Ult. Greenfire wird mitgenommen, starker Flash. Das Netz von Caitlyn nicht getroffen. Pride auf der anderen Seite wurde aber auch nochmal abgeholt. Und eigentlich könnte man jetzt in die Gegnerbase gehen. Man hat hier die Supervasallen. 40 Sekunden noch auf Greenfire, 30 fast auf Koala. Das ist jetzt ein 5 gegen 2. Oh Gott! Und GA von Caitlyn direkt rausgeholt. Das ist halt richtig bitter. Jetzt ein gut getimtes der, aber nicht, nein. Oh, so close. Der war alles andere, aber nicht aber so gut getimt. Beziehungsweise Red Buff hilft hier. Beide Bindings sind daneben gegangen. Oh, das ist gefanickt. Ja, dann bin ich los. Ja, die haben Bock und die finishen das Ganze auch. ESG holt sich einen Win, auch wenn es zwischendrin sehr holprig aussah. Am Ende gewinnen sie das Ganze trotzdem. Oh, schönes QSS, vor allem da wirklich. Back nochmal richtig schön rein mit der Corki-Passiven. QSS gegen die Gold Guard gezündet und dann einfach wieder raus mit der Valkyrie. Starke Bass! Und genau das ist es. Das ist der Unterschied zwischen guten und nicht ganz so guten Teams. PFX haben halt einfach nicht den Weg gefunden, wie sie dieses Spiel beenden sollen. Sie haben einfach zu lange gebraucht, wurden halt leicht outscaled, sag ich mal, aber ich glaube, das Scaling war nicht mal so eine Frage, sondern sie haben halt einfach so lange gebraucht, dass halt später einzelne Fehler zu so hohen Death-Timer geführt haben, dass sie halt einfach schlicht und ergreifend nicht verteidigen konnten. Obwohl das Spiel an sich zwischendrin wirklich gut von ihnen aussah. Also es war wahrscheinlich eines der besseren Spiele, was ich von ihnen gesehen habe. Hätten sie wahrscheinlich gewinnen können, dass sie es nicht geschafft haben. Ist natürlich bitter. Das bedeutet, wir haben jetzt in der Gruppe, ich glaube, wir haben noch nicht die angepassten Tabellen-Stats, aber wir können schon mal so ein bisschen drüber reden, euch das zeigen. Schalke in ihrer Gruppe auf jeden Fall erster nach dem heutigen Tage. ESG und Equilibitas sind nicht mehr gleich auf. ESG ist safe zweiter, das heißt, sie kommen auf jeden Fall in die Playoffs. Und Maus und Big sind auch safe in den Playoffs. Bei denen entscheidet sich nur, wer den ersten und wer den zweiten Platz hat, weil die im Endeffekt punktgleich sind nach dem heutigen Tag. Na, wie schon gesagt, die Stats hier sind noch nicht aktualisiert. Kannst du nebenbei schlecht machen während des Casts. Aber ja, ich bin sehr gespannt, wie die Playoffs verlaufen werden. Das Prinzip ist praktisch so wie in der LEC. Du hast praktisch ein Upper Bracket und ein Lower Bracket. Das heißt, du hast zwei Teams, die gegeneinander spielen. Die beiden Gewinner davon spielen gegeneinander. Der Verlierer davon spielt dann gegen den Gewinner von den beiden Verlierern. Und dann geht es immer runter. Leute, Bart erklärt das super kompliziert. Wer zweimal verliert, ist raus. Ja, das ist es doch. Die spielen halt alle gegeneinander und wer zweimal verloren hat, ist raus. Echt hat er. Ja. Ist so. Na? Beschweren kann man sich da eher weniger. Ich glaube, wir hätten eigentlich noch ein Interview.
Aber Kanani ist gerade nicht da. Kanani! 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 Jetzt macht dem Jungen keinen Druck. Du musst ihn rufen. Wir brauchen den Kanani-Lockruf. Das ist ein sehr komischer Lockruf, Eis. Okay. Ich bitte dich darum, das zu beenden. Das ist noch komischer. Okay. Die Kamera läuft noch. Ja, Leute, ne? Wenn wir gerade kein Interview haben, bringt es, glaube ich, auch nichts, um den heißen Ball rumzureden. Ich würde sagen, wir beenden den Stream für heute. Mir hat es eine Menge Spaß gemacht. Schön, dass du da warst, Eis. Immer wieder eine Ehre, mit dir zu casten, mein Junge. Habt noch einen schönen Abend. Wir sehen uns diese Woche, ich glaube, bei den Rift Rabbits wieder. Die sind ab dieser Woche wieder. Ja. Dann haben wir noch die Premier Tour, die diese Woche wieder spielt. Ja. Also es wird eine Menge passieren. Ja. Auch mit Eis. Immer wieder gut drauf, so wie ihr es kennt. Ja. Ne, Leute, habt noch einen schönen Abend. Ruht euch aus. Ja. Genießt noch die Kühle, bevor es morgen heiß wird. Hast du noch was zu sagen, Eis? Wir sind alle sehr intellektuelle Menschen. So. Haut sehr rein. Schön. Ciao, ciao. Macht's gut, Leute. Macht das wunderbar!